Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute ja in einem recht uninteressanten Champions League Halbfinalspiel gegen AS Monaco. Wieso uninteressant? Wir haben das Hinspiel, hier seht ihr das auch schon rechts, hat Wolfsburg schon gewonnen? Fragezeichen. Wir haben das Hinspiel 6-0 gewonnen, also mit dieser Startformation gehen wir rein, das ist die absolute B11. Ja. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Follow da, hier nochmal eingeblendet. Beziehungsweise ein Abo würde mich natürlich sehr, sehr freuen, mich unterstützen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein ins Spiel. So. Let's go. Also AS Monaco scheint gut drauf zu sein, denn Willem Blanco macht jetzt den Haken. Macht den langen Ball für De La Viga, der kann den kontrollieren. Und da ist Duxch mit seinem ersten Saisontor 1-0. Es geht ja schon wieder gut los. Oder war es ein Eigentor? Ich gönne ihm das, wenn es sein erstes Saisontor ist, denn... Warte mal, wir schauen noch einmal hin. Langer Ball. De La Viga setzt sich damit Glück ein bisschen durch. Ja, es ist sein Tor. 1-0, Sokal Duschku trifft im dritten Champions League Spiel für uns. So. Auf Blanco, der nimmt den Ball überragend gut mit. Und das könnte das 2-0 sein. Das ist es, 2-0. Blanco trifft auch bei seinem Einsatz. Zwei junge, talentierte Nachwuchsspieler treffen. Das ist gut. 2-0. Aber auch gut den Ball mitgenommen. Abschluss. Ja, knackig in den Winkel. Also rechts unten ins Eck. Nicht in den Winkel. Winkel ist ja oben. Oh, im ersten vernascht er. Er schickt nicht die Naviga, er schickt Doku, der schießt aus der Distanz. Der war gar nicht so ungefährlich, oder? Ah, gibt leider keine Wiederholung. Was macht Duchs jetzt? Ist wenigstens noch ein bisschen bemüht, so, ne? Aber. Robert legt sich den Ball gut vor, aber daneben. Von Roberts. Also gerade viele Fehler in der Hintermannschaft bei beiden Mannschaften. Und Garnett kann den Ball jetzt erstmal hier nicht klären. Wir kriegen den Ball hier nicht weg. Abseits. Oder? Und das ist das 3-0. Ich dachte nicht, dass er den Ball behaupten kann, aber er macht das überragend. 3-0. Ding ist zu 1000% durch. Mit seinem Doppelpack. Duschku. Da Weber bereitet. Nee, Weber bereitet nicht vor, aber Abschluss ist gut. 3-0. Roberts. Und das müsste jetzt auch in die Halbzeit gleich gehen, ne? Ja, geht in die Halbzeit, 3-0. Hm, AS Monaco hat sich hier anscheinend viel vorgenommen. Erst. Boah. Wie frei ist denn da... Bitte Monaco, also das ist zu einfach, wie sie das verteidigen. Wie frei sind die denn da? 4-0, Doppelpack von Dukusch. Oder Duschku. Ich weiß, ich kann den Namen nicht aussprechen. Scher, was sind das denn für Lücken bei AS Monaco? Das sieht man ja überhaupt nur bei Leipzig manchmal.
Nächste gute Möglichkeit. Und Scher. Muss den langen Pfosten nehmen. Da ist Blanco. Und das ist der Pfosten. Schade. Ja. Und das ist die erste Möglichkeit für Monaco im zweiten Durchgang. Kareshma und Blanco. Scher startet. Das ist ein überragender Ball. Und Scher. Macht er ihn jetzt? Er macht ihn nicht, weil der Torhüter da ist. Aber ein guter Konter. Mosquera mit dem Eckball auf. Roberts probiert es. Ja, er probiert es. Bekommt sogar noch den Ball abgefälscht. So, kurzer Eckball. Na, das ist aber einer für den Keeper. Schiedsrichter hat Abarm. Pfeift ab. 10:0 Gesamtergebnis. 4:0 wieder das Rückspiel gewonnen. Klares Ding. Weiter geht's jetzt gegen Stuttgart. Ja, wir sind der Meister geworden eben. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit dieser Startformation rein. Let's go, will ich jetzt auch gar nicht lange reden. Also, ist quasi ein Spiel, wo es um nichts geht. Können sich dann nochmal die Nachwuchsspieler empfehlen. Let's go. So, das ist unser letztes Auswärtsspiel. Und dann wollen wir das doch angehen. Dann wollen wir das doch. Was macht Kareshma denn da? Schon wieder so ein unkonzentrierter Fehler. Oh mein Gott. Was machen wir da gerade in der Abwehr? Aber gut gehalten von unserem Keeper, der auch den Fehler provoziert hat, ne? Und da Schreiber. Und den macht er. 1:0 sein erstes Saisontor. Aber er wird da halt auch gar nicht angegriffen, ne? Gar nicht. Schreiber macht ihn einfach eiskalt. Ich weiß halt auch gar nicht, ist er Rechtsfuß, sieht so aus, ne? Ah, ich glaube, er ist Rechtsfuß. Keeper hat ihn noch, aber ja, ein bisschen unhaltbar, ne? Erstes Tor in 10 Partien. Läuft. Ich glaube, Kareshma. Und Stuttgart jetzt mit einer, mit einem Riesenschuss und einer Riesenparade. Alter Schwede, der war richtig gut gehalten. Pike Außenriss. Wir sind aber da. Elliot, das hat jetzt mal gut gemacht. Und das müsste das 2-0 sein. Ist es auch. Gut vorbereitet, guter Konter. Gut ausgespielt. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Und Dukusch wieder mit einer Torbeteiligung. Bereitet diesmal vor. Der scheint gerade hier seinen Marktwert raus. Und da ist De La Viga. Und was macht der denn für ein Tor? Ein Traumtor schon wieder. Ich glaube, der hat in dieser Saison schon 4 Traumtore gemacht. 4, 5. Und jetzt wird es auch ein bisschen zu hoch, finde ich. 3-0 ist eine ganz schön eindeutiges Ergebnis, aber so ist der Spielverlauf nicht. Eigentlich müsste es hier nur 0 stehen, theoretisch. Das ist ein absolutes Traumtor mit links. Geiles Tor. 3-0. Es sieht deutlich aus, ist es aber nicht. Das Ergebnis trügt.
Und jetzt Stuttgart. Aber Weber hat den, Kipper hat ihn auch. Ich glaube, ihr habt die Statistik eben gesehen. Ne? Ich habe sie ja eingeblendet. Also wir haben, sind 100% effizient. Dreimal aufs Tor geschossen und dreimal getroffen. Jetzt trifft Stuttgart. Ja, ist auch verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ist verdient und er hier trifft immer gegen uns, der mit dem Bart. Er trifft immer gegen uns. Membiumo oder so heißt er. Keine Ahnung. Halbzeit 3:1. Mega. Und da ist De La Viga. Bringt jetzt hier nochmal eine gute Flanke. Ja, war eine gute Idee. Und Weber mit dem Kopfball. Alter Sch. Ich kann wieder den Spieler nicht nehmen, den ich will, aber Weber passt da gut auf und dann sprintet er aber nicht und verletzt sich sogar noch dabei. Ah, nicht gut. Ich kann nämlich nicht mehr wechseln. Was war das denn bitte? Hatte ich irgendwas verpasst gerade? Leute, habe ich gerade irgendwas verpasst? Was für ein Foul war das gerade? Ich bin verwirrt. Naja. Das Spiel gönnt schon wieder. Wo schlägt? Es geht für Sie gegen Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. In dem Duell gibt es wirklich keine Frage. Schaffen Sie hier noch? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was spielen die hier? Also. Unglaublich, was hier heute passiert. Ja, es ist wirklich unglaublich. Mein Spieler sprintet dann nicht. Jetzt muss ich sie wieder im Alleingang probieren. Und macht er es wenigstens. Ja, also für ultimativ ist das katastrophal verteidigt. Also. Es sind schon wieder komische Ergebnisse hier. 4-3. Aber das haben sie ja geschwächt im Update. Dieses. Dass du den Ball nicht bekommst, wenn der Spieler. Das Spiel ist komplett übersät mit Fehlern. Also das Spiel wirklich. Es ist komplett übersät mit Fehlern, das Spiel. Also es läuft nicht richtig auf der PlayStation 5. Ich kann, ich das möchte. Und ja, also. Irgendwie hapert's da. Seit dem letzten Update ist es extrem schlimm. Egal, wir gewinnen 4:3. Es ist wieder ein komisches Ergebnis. Allein dieses vierte Tor da von Cherki war absolut unrealistisch. Naja, egal, wir gewinnen 4:3 und soll es recht sein. So, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Danach geht's gegen Mainz und im Champions League Finale gegen, das weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen. DFB-Pokal sind wir raus, also quasi jetzt. Nächste Folge beenden wir die Saison. Gibt es jetzt zwei Spiele, Champions League Finale und das Ligaspiel, das Unbedeutende gegen Mainz. Wir haben gegen Mainz verloren. Das könnte vielleicht mal so ein Anreiz sein, dass wir das Rückspiel klar gewinnen oder auf jeden Fall gewinnen werden. Ja, und dann geht in der übernächsten Folge mit einer neuen Saison los und da werde ich auf jeden Fall De La Viga verkaufen, definitiv. Und dann werden wir uns jedes Jahr von dem ältesten Spieler immer trennen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen und werden langsam. Wir müssen die Integration in die Jugend einbauen, denn wir haben es gesehen, sobald wir Jugendspieler einsetzen, also eine vermeintliche B11 oder C11, dann verlieren wir. Dann haben wir gar keine Chance in der Liga im Moment, weil die sind alle sind so gut aufgestellt. Seht ihr ja auch in Mainz, die sind Vierter, spielen Champions League nächste Saison. Es sei denn, sie verlieren jetzt gegen uns und Berlin gewinnt, ne? Aber so viel zum Thema. Wir müssen langsam die Jugendarbeit machen. Aber das mache ich ja auch schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo oder auch eine Bewertung da. Ciao.